Rauben wir uns auch gerade gegenseitig aus. Ich weiß nicht, ob ich die Gruppe mit ausraube. Stimmt. Wenn du nichts hast, kannst du nichts ausrauben. Dadurch fehlt nichts, aber dann würde ich ja Anne dann Ich. 10% abnehmen. Ja, ist egal. Stimmt, ich hätte auch noch Insurance kaufen sollen. In der Familie. Eben. Das kommt ja nicht weg. Die arme Geisel steht da in der brennenden Hitze in Was ist das Unterwäsche. jetzt? Du stehst da eigentlich. Ja, was hast du? Brauchst du Essen? Lange dauert es noch? 2 Minuten. Ich bin einfach nur mal gespannt, ob wir das Geld wieder rauskriegen für Ja, den das haben wir auch gerade Disconnect. eben mitbekommen. Das ist eigentlich ein bisschen blöd gerade. Du bist trotzdem unsere Sicherheit für Überfälle jetzt gerade. Wir nehmen immer als Lockvogel, er rennt vor. Ja, das denken wir auch. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Recruit, was hat er denn? Also, Ist Dalo es. meldet uns auf jeden Fall ein Fahrzeug gekommen, dann sagt er Freekill 400 Meter. Ja? Ernsthaft? Ja, sagt er in Schalter automatisch. Ich habe Witzig. gedacht, da hat es jetzt gerade schon gesagt, deswegen hat mich jetzt gerade verwirrt. Check mal die Umgebung hier. Mach schon die ganze Zeit. Er chillt sich einfach auf dem Boden. Wenn du was zu essen brauchst, musst du es sagen. Ich kann dir auch was geben. Warte mal. Nancy kocht dir auch Freundliche. gern was. Okay. Ich möchte ja nicht, dass die Geißel verhungert. Das wäre ja Quatsch, oder? Empfehlen Sie uns weiter. Geiseltouren. Genau. 5-Sterne-Geiseltouren. Geiseltour. Jetzt mit uns. 250.000 für eine Geiseltour. Wir garantieren Ihnen, dass Sie lebend wieder rauskommen. Eigentlich. Vielleicht. Vielleicht. Es fängt vorne an zu zählen, dauert jetzt noch 2 Minuten. Okay. Okay. Das Ach, war das ein ist ja Freund. bescheuert, Ja. ey. Da kannst du ja ihre Bank ausrauben und da ist keine Gegenwehr. So ein Schmann. Gut, Nicht besser mal als abgekleidet ansatzweise zu werden wie spannend. letztes Ja, die Mal. haben sich ja schon Ich denke aufgeregt. aber auch, nein, du musst aber auch bedenken, dass wenn um 11:30 Uhr hier ein Hacker den Server disconnectet, muss man sich auch abwägen, lohnt es sich jetzt noch bis 1 zu spielen? Da kommt ein Auto. Wo? Okay, Ja. welche Richtung? Da, Meter Kann ja nur Süden. eine. Ist, Wird ist, jetzt gleich an der Schranke ja. sein. Ist auch ein Rebellenfahrzeug. Es sind zwei, drei Ist Leute ja. drin. Okay, Die ich komme Stadt. weiter Warte. hoch. Ich. Leg dich auf den Boden. Es sind drei, also einer ist auf dem Rücken hin, also hinten drauf. Soll ich ihn erschießen? Noch nicht. Warte mal. Nee, ich warte, bis sie an die Schranke gehen. Du kannst ihn Auf nicht jeden einfach Fall. erschießen. Du musst ihm vorher Ich sagen, mach dass mal. er hier einen Schrein Nein, drauf. Bankraub ist PvP. Mach mal einen Warnschuss. Bankraub ist Bankraub. Weil ich gebe mal einen Warnschuss ab. Jetzt steigen sie aus. Einer kommt in das Haus bei mir rein jetzt. Scheiße. Ich hätte ihn doch Bist erschießen du sollen. tot? Nein, noch nicht, aber ich bin jetzt so gut wie tot. Haben sie gesehen, dass du da bist? Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Bleib du mal unten. Einer sitzt Bleib. hinter der Tür, steht da davor und schießt jetzt auf uns. Ja, also ich kann jetzt auf jeden Fall nicht schießen, weil einer jetzt schon im Haus drin ist. Das ist jetzt das erste Problem, was ich habe. Ja. Wo sind sie denn? Ich hab geschossen. Einer steht Die hinter sind dem hinterm Dalus Haus. Die Haus, rechts an verstecken sich. Dalus Die holen Haus. sich. Die sind genau beim Haus. Hinterm Boah, Haus. ich hab keinen Zoom. Eben. Nee, wir haben auch keine Sicht auf die. Bin Das ist das 2, Problem. 1, fertig, wir können einfach abhauen. Okay. 55.000 haben wir nur bekommen. Was? Okay. Alle zum Heli. Ja, alle, was ist mit Dalu? Mach einfach, die wissen ja noch nicht, dass ich hier bin. Wir abhauen dann nochmal auf sie. Pass auf, ich kann denken mal, dass er versucht. Auf was schießt du? Auf die Leute da einfach da hinten, damit sie abgelenkt sind. Die schießen auch zurück. Ich Fahren wir sehe einfach die ab. nicht Kommen wir mal. nämlich Ich sehe mit. sie auch nicht. Ist ja egal. Kommt doch einfach her. An der Schranke macht jetzt einer auf Ja, gerade. kommt doch bitte Okay. her. An der Wieso? Schranke. Ich will die Lass uns jetzt doch killen, abheben. Mann. Was Ja, soll wir der sollten jetzt vielleicht noch Scheiß? erschießen, ja. Wir Hier können doch durch. immer noch weggehen nachher, wegen dem Dann steigst du schon mal in 55.000. Heli. Da bist du ja schon mal relativ Da, sicher. da. Durch einen erschießen, ihr schießt jetzt ein. Ja, mach. Ja. Die Geisel soll schon mal als Pilot Einer reingehen. ist tot. Nice, Okay. schön. Über die Brücke gefahren schon. Ist der Typ immer noch an der Schranke? Der Schranke ist tot. Okay. Der hinter dem Haus noch da vielleicht. Ja, Ja, wasch. ich gucke die ganze Zeit drauf. Der hat ab und zu mal. Noch ein paar Warnschüsse in deine Richtung immer mal. Warte mal, der ist unten drin. Der kommt hoch, Dalu. Der kommt hoch. Ich habe ihn gesehen. Durchs Fenster. Jetzt ist es unten an der Schranke. Der Schranke wieder? Ja, und aber ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass trotzdem noch einer da ist in dem In Haus. der Schranke sehe ich keinen. Oh ja, der ist gerade hinter die Barrikaden gegangen. Du müsstest nicht sehen, Maru. Der müsste in, der einer müsste eine Scheibe kaputt geschossen haben. Ich glaube, der ist im Haus, Ja, in der der ist im Etage. Haus. Da geht die Ich Tür beobachte hoch. mit dem Fernglas, damit ich mir sagen kann. Ich sehe ja leider nichts mit meinem Gewehr.
Ich muss auf jeden Fall erstmal eine andere Position einnehmen, weil das sonst nichts wird. Weil der Typ kann, sonst aus dem Fenster. Ich sehe den einen. Ja. Der eine ist am Fenster, ich werde ihn jetzt gleich holen. Okay. Hab noch einen. Nice. Hab ihn nicht! Doch, du hast einen erwischt. Doch, und der letzte ist an der Mauer auch, da wo ich den ersten erschossen habe. Ja, das hab ich mir schon fast gedacht. Außen? Noch? Ja, außen. Hab ich auch, ich hab alle. Nice, nice. Hey, Leute, nice. High five! Warte mal, da kommt ein Auto, da ist ein Auto, da ist ein Auto. Noch eins. Ja, komm, dann, lass uns dann kommen jetzt die nächsten, ja. Sollen wir die nächsten auch noch töten oder sollen wir hier safe? Soll ich mit dem Heli einfach abhauen und ihr macht hier weiter? Du hast das Geld, oder? Ja, ja. Gut, ja. Die 50.000, da habe ich eine Waffe wieder. Dados Waffe. Dann geh du, dann gehen Nancy und ich müssen nachher Leichen looten über die gehen. Brücke und gehen zu Dadu, oder? Ja, looten, du kannst eh nichts behalten. Das neue Auto, ja, Geld. Ach so, warte mal. Und das Auto, Alter, das ist ein Rebellenfahrzeug. Ja, nehmen wir das mit, du verticken das. Ja, ja, ja. Und soll ich hinfliegen? Ich komm jetzt raus aus dem Haus. Ja, sonst okay. Halt ihr mit dem ATM fliegen. Fahrt ihr mit, fliegt ihr mit dem Heli mit. Ich fahre mit Dalu, ich fahr mit Dalu mit. Sag Hi Rezo, er soll dich zum nächsten ATM fliegen. Macht mal langsam, ich bin mir nicht sicher, ob die echt nur zu dritt waren. Ja doch, ich hab das Auto ja gesehen, die haben das Auto ist aber weg. Da ist das der Typ gewesen, der gerade flieg mal los. Nein, das Auto steht, das haben die nur besser geparkt. Weil die Leichen sind aber direkt das Auto, was ohne. Ich gesehen habe, was ich jetzt gerade geschossen habe, war auf jeden Fall auch ein Rebellenfahrzeug. Es war getarnt. Tarnfarben. Wo soll man sich hinfliegen mit ihm? Weiß nicht, was meint er? Ich habe keine Lockpicks gekauft, habt ihr dran gedacht? Nee, ich hab wir sind direkt in der Stadt vielleicht. Ich habe nur einen einzigen. Das wird nicht klappen, du kannst versuchen. Ich probier's halt, was anderes bleibt. Der Lockpick, das Auto steht links vom Eingang, also direkt links, wenn du über die Brücke gegangen bist. Aber da ist doch Pyrgos, da können wir doch gerade zum General Store laufen. Ich bin schon an der Schranke. Ja. Wo soll ich hinfliegen? Weiß nicht, wo sollen wir uns wieder treffen? Hast du schon die Leichen gelootet? Okay, die sind alle direkt despawned, hab noch kein Geld mit anscheinend. Genau, das war vor uns auch schon so. Ja, aber Geld und so droppt ja extra. Pass auf, tu mal, ich hab zwei Stück mit. Ja, aber versuch mal bitte von der anderen Seite, egal. Ich hab zwei. Ja, von der anderen Seite, da wo eine Mauer ist, die dich schützen könnte und nicht das offene Feld. Ich brech mich ab, also deswegen. Ja, das ist schon korrekt. Also wenn du jetzt sagst, gib mir Rückendeckung, der erste Schuss geht auf jeden Fall in deine Richtung, bevor ich zurückschieße. Dann hab ich mit Pech. Ja, drei Leute. Schlecht getaktikt hier. Allein der Erste hätte schon sagen müssen, dass ich aus dem Haus sind einfach drauf zu. Ich meine, das ist doch bescheuert. Da hätte man vorher mal überlegen können, oder? Warte mal kurz. Ich hab die Schlüssel für das Fahrzeug. Okay. Wo soll ich hinfliegen? Er fragt auch jetzt. Was machst denn du hier, Kollege? Fahrt ihr zum Shop mit dem Auto? Dann treffen wir uns im Shop. Kriegen vielleicht nicht auf. Ich hab da schon einen Schlüssel. Flieg mal zum Shop. Sie sagen gerade, wer das ist. Also, soll ich fahren oder du? Wir haben ein Auto geknackt von denen. Wo ist euer Kleider Chop-Shop? Anne, steig ein. Wo ist der Chop-Shop? Ganz, lass mich fahren, Anne. Steig mal aus, lass mich fahren. Okay. Letztes Mal, wo ich von Chop-Shop gefahren bin. Er lügt auch noch, die sagen, okay, wir werden vielleicht gleich beschossen. Also macht euch mal kurz bereit. Chop-Shop ist markiert. Vorsicht, ey, wartet doch mal, ich will einsteigen. Oh. Wieso kann ich hier nicht einsteigen? Beeil dich doch. Ich kann nicht. Weil ihn abgeschlossen hat, du wahrscheinlich. Kontakt Infanterie, habt Gegner. Ja, der steht direkt neben uns. Kann hast ich einsteigen? Wir sitzen hier vorne in dem Fahrzeug. Ich hab keinen Schlüssel. Steig right in back. Ey, wir müssen aussteigen. Und wieder raus, mach das Auto zu. Warte. Als Passagier, jetzt kann ich einsteigen. So. Jetzt steig ein. Das ging nicht, weil der Fahrer, das, weil du Fahrer drin bist. Das hab ich schon mal bei jemand anderes gesehen. Dass ein rotes Vehikel ist auf der Karte gewesen, als wir drüber geflogen sind. Pass auf. Anne kommt jetzt nicht rein. Nein, du musst aussteigen als Fahrer. Oh, steig ein. Ich kann nichts dafür. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Auto nicht uns gehört. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe euch jetzt trotzdem mal alle noch die Keys. Falls können wir ja nichts dafür, Dalu. Wir hatten einen roten Kontakt beim Rüberfliegen. Also können sein, dass ein Auto zu euch unterwegs ist. Okay. Ich habe einen erschossen gerade. Einen Zivilisten. Okay. Das ist wahrscheinlich einer derselben ist, der nochmal zu seiner Leiche rennen wollte, bevor er sein Auto abholt. Und ich habe ihn erschossen, weil er halt die ganzen. Da liegt noch einer auf der Straße. Wo? Hat er einen Rucksack? Da. Was macht er da? Botten. Der da war nix. Was macht das da? Beobachtet uns. Oh nein, wir wurden entdeckt. Er guckt immer noch in die Richtung. Die brauchen noch ein bisschen. Fahr mal die B23 zum ATM. 23 schon auf die Ehe, 23 auf die Ehe. Wo sind sie denn jetzt? Oh mein Gott, aber das müsst ihr euch mal merken mit dem Einsteigen, weil das ist nämlich ein Bug. Das habe ich schon mal in einem anderen Let's Play gesehen. Habe ich noch nie gehabt. Ach, das ist ja das Problem, weil es nur, dass eine Leiche auf dem Beifahrersitz sagt. Ja, das ist. Da muss der Fahrer muss immer als letztes einsteigen, das ist ganz einfach. Nee, hatte ich noch nie. Nee. Aber was war gerade wirklich? Hab ich auch noch nie gesehen. Also, das ist total komisch gewesen gerade.
Ich hab das aber schon gesehen. Hier drüben steht das Auto, was ich vor uns beschossen habe. Och, natürlich bauen die hier einen Zaun komplett rum. Von abkürzen. Nee, wenn du langsam fährst, dann geht's nicht kaputt. Ich hätte noch ein Lockpick. Da steht ein Auto noch rechts. Ja. Willst du das Lockpicken? Ja, wir das fahren jetzt. Der ist nichts wert. Eben. Okay. Wo fahren wir jetzt hin gerade? Keine Ahnung, im Kreis. Shop, Shop. GP22, Shop, Shop. Okay. Ah, okay. Ach, da unten. Du musst leider nur an den Wänden vorbei. Ah, jetzt weiß ich, muss ich keine Suche markieren. Ich glaube, ich war ja schon mal. Du kannst über die Steinmauern mit dem Auto rüberfahren. Ja, ich kann es auch nicht riskieren. Du kannst es aber. Ich weiß, dass es geht. Waren da keine Bullen da? Das heißt, es gab nichts mit Geiselnahme. Was für eine Aufregung. Was machst du jetzt mit dem Hi-Rezo? Lässt du den dann jetzt gehen? Achso, wir landen, er lässt mich gerade zur DP23 fliegen, dass ich zum ATM komme und dann wollte ich euch noch abholen fliegen. Okay. Sound, Sound. Fahr einfach okay, ganz langsam, fahr langsam dagegen, der passiert nicht. Du darfst bloß nicht schnell dagegen fahren. Ja. Der wartet wieder kurz. Ich habe eine Lücke im Zaun gefunden, hoffe ich. Das sieht so aus, oder? Ganz nein, langsam wird und dann kippt er um und dein Auto wird nicht beschädigt. Genau. Langsam ja, einbringen, oh Scheiße, das Geld ab, wenn ich darf. Es nicht wehtut. So. Psst. Psst, Nancy, das ist nicht so gut. Fuß, ah. Ey, ich frage mich nur, ob die miteinander geredet haben. Den ersten habe ich ja eindeutig durch das Glas erschossen. Das hätte man ja auch hören müssen. Ja, und dann der zweite ist halt in den Turm reingekommen und setzt sich vor mich ans Fenster und guckt raus. Ja, weil der auf mich schießen wollte. Der ist in den ja, Turm, aber der musste doch wissen, dass ich in dem Turm bin. Keine Ahnung, vielleicht wusste das ja nicht. War vielleicht gut so. Vielleicht haben sie nicht gesehen, dass du. Die haben sich nur auf mich konzentriert und auf die anderen. Und der dritte stellt sich dann wieder dahin, wo die erste Leiche war. Ja, also, ach, ganz nee, weg. Die haben bestimmt gedacht, dass der andere nicht von dem Turm aus erschossen wurde, sondern von der Insel aus erschossen wurde. Und wollten einfach nur im Turm Stellung beziehen. Wer der erste? Mhm. Der erste, den konntest du von der Insel nicht erschießen. Der stand hinter der Steinmauer. Okay. Den konntest du nur von meiner Position aus erschießen. Ja gut, dann haben sie es einfach nicht gerafft. Und die Scheibe musste ich ja noch kaputt machen. Also alles mögliche, der hätte alles hören können. Dann kommt der eine in den Tower rein, dachte, okay, jetzt wissen sie, dass ich drin bin. Naja, setzt sich vors Fenster, guckt raus, bisschen um die Ecke gucken. Wart ihr schon bei einem ATM? Ist das Geld schon safe? Ja, oder? Geld ist safe. Dann wieder zurück zum Shop jetzt, danke schön. Hat sich echt nicht gelohnt, ne? Aber. Teil mal bitte einer sonst? Noah, also an Noah, ich fahre gerade Auto und nein, sind wir nicht. Okay, ich mach. Okay. Was sagt er denn? Ja, am Salztrader, er hat gehört, wir am Salztrader sind, weil da geht's gerade auch ab und wird uns sonst helfen. Noah. Ach, das ist der von vorhin, der nette. Ja. Nicht der kleine Wir haben ihm auch seinem Orca gelassen. Also. Ja, ich glaube, er ist schon hammer dankbar dafür, dass wir seinen Orca nicht geklaut haben. Ja, kostet ja auch ein bisschen was, ne? Ja, ist schon wieder. Ah, die drei Rebellen müssen wohl neu gewesen sein. So neue Rebellen. Der an der Tankstelle kauft Autos oder bin ich hier falsch? Moment. Ich glaube, du bist falsch. Nee, ich bin hier fast richtig. Ja, ich habe nur ungefähr markiert, das ist Maru. Lassen wir. Ich muss noch ein paar Meter fahren. Die Tankstelle nicht, aber gegenüber. Das heißt, kaputte Autos, die in die Werkstatt kommen, werden direkt hier verkauft. So, und jetzt dann nach links. Da vorne ist er der Typ. Sehen, ja. Da vorne sind sie. Also, der sieht ja ran. Fliegen wir jetzt nochmal zum Salz, wenn es da abgeht? Ich meine, jetzt sollte ich mir nur machen, ja. Du als wir verlieren die was ist, dann ja eh, ne? Was ist das denn bitte für ein Text? Einfach auf einen Heli schießen, der an der Bank landen will. Ja, was sollte dieser Heli denn an dieser Bank machen? Ich kann ihn gerade nicht verkaufen. Steigt mal bitte alle aus. Jetzt kann ich ihn. Hab. Ja, der gibt nix. Aber egal, die müssen ihn neu kaufen. Hier unten hin, Sir. Kannst du hier landen, oder? So riskant. Was auch Posten. Der Heli. Nix. Auch dieses Fahrzeug bringt nichts. Also Chop. Wie viel kostet ein Lockpick? 850. Ja, und das Auto hat 3000 gegeben. Toll. Oh oh. Gleich explodiert der Rotor. Also, ein Salz abschauen. Zum Abschluss. Wenn es da abgeht, Fischmitz Katze, da können wir noch mal ein bisschen mehr. Das sind drei bewaffnete Männer mit einem SUV, haben sie gerade geschrieben. Oder eher sind drei bewaffnete Männer im SUV, ich weiß es nicht. Scheiße, nee, Noah ist alleine. Herr Schimm, okay, falls wir euch irgendwie helfen können, lasst es uns wissen, sind drei Männer mit Waffen in einem orangen SUV. Dann zum Sachen zum Salztrailer. Auf zum Salz. Zum Salz-Trailer! Vielen Dank, Ihre Fahrt ist wunderschön. Und wir sind froh, dass wir mit Ihnen fliegen durften. Du weißt schon, dass du jetzt auch kriminell bist. Was? Die hab ich dazu gezwungen.
Niemals. Er war doch nur eine Geige. Ja, wir haben deine Familie als Geige gehalten. Ich muss sagen, ihr bedroht mich die ganze Zeit. Ja, seine Katze, seine Katze, seinen Hund, und seine Kinder und seine Frau haben wir als Geige gehalten. Vor allen Dingen den Hund. Vor allen Dingen den Hund. Und meinen Wellensittich. Was? Sein Hund? Sein Wellensittich. Wellensittich? Und könnt ihr abknallen, den Hund mag hier nicht. Aber wenn wir den abknallen, bleibt von dem Wellensittich überhaupt nicht mehr über, ne? Schöne Daunenjacke. Oder meine kleine Jacke. Eine kleine Jacke. Übersteht man keine russischen Winter. Ach, was für eine Aufregung. Es kommt mir vor, als hätten wir jetzt schon 3 Stunden aufgenommen, so viel wie heute passiert ist. Ach, das ist also der Sumpf. Den haben wir nie so bewusst wahrgenommen. Ja. Coole Sache. Vielleicht finden Noah nicht in der Liste. Hast du ihn schon? Weißt du überhaupt, der weiter oben oder weiter unten ist? So, wo? Noah ist. Ich habe jetzt den Rekord gar nicht mehr drauf. Ich habe gerade was geschickt, also ich denke schon. Helikopter vor uns. Der fliegt aber schnell. Ja. Ghost Hawk? Nee, das ist ein Hummingbird. Wollen wir uns dann abseilen lassen und ihn dann einfach hier mit dem Heli abhauen lassen?